Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2 Linux, Wine, Lutris, DXCK und der ganze Schiss. Kennt das ja? Ja, letzte Folge haben wir irgend so einen Reaktor hier in der Ishimura wieder aktiviert, um diese komischen Gravitationsstrahlen der Ishimura zu aktivieren, um halt unseren komischen Titan-Typen wieder einzufangen. Und ja, wir müssen uns natürlich beeilen, deswegen haben wir jetzt alle Ruhe weg hier in Ruhe, ne? Ein bisschen umzuschauen, was habe ich überhaupt so im Inventar aktuell? Was kann ich denn gebrauchen? Was kann ich nicht gebrauchen? So Strahlmunition. Wer von euch braucht denn nochmal Strahlmunition? Energiekanone, das war das hier. Ja, Strahlkanone, die brauchte das. Und Laserkanone. Rippleklinge ist das einzige, was ich nicht brauche. So, naja, die Dinger. Jetzt auch nicht so viel, ich habe keine Medikits mehr, sehe ich gerade. Das ist so unpraktisch. Nicht genug Reddit. So. Ich hoffe, das reicht dann erstmal. So, wir müssen. Ah, da lang, genau. Wieder zurück aus der Ishimura raus. Wahrscheinlich noch den einen oder anderen Flashback über uns hingehen lassen. Weil dann nicht auf so eine ganz eine fette Waffe wechseln. Wenn hier nur so einzelne Gegner kommen. Ich wette, wir müssen am Ende gegen den. Okay, der eine ist definitiv in die Luft gespawnt. Einfach so random. Jetzt frage ich, ist hier eine Glasscheibe? Aber nein, hier war keine Glasscheibe. Yeah. Kann ich mit dem Aufzug jetzt fahren? Moment, haben wir den Strom wieder aktiviert. Ist nur die Frage, ob es eine gute Idee ist. Oh, Isaac, scheiße, tut das weh. Der Bastard hat mich gebissen. Was? Oh, scheiße. Sind Sie okay? Ja, mir geht's gut, aber er redet nicht mehr mit mir und sieht mich auch nicht an. Wie sieht's bei Ihnen aus? Bitte sagen Sie mir, dass der Plan funktionieren wird. Ich bin jetzt unterwegs zur Brücke, um die Gravitationsstrahlen zu aktivieren. Gut. Sie schwärmen durch ein Loch auf der Krankenstation rein. Zumindest müssen Sie da nicht durch. Unerwartetes Hindernis voraus. Schalte ab. Willkommen auf dem medizinischen Deck. Verdammt. Wow, denn schlechte Gewissens, Einfleus, Dingsbums. Krankheit der Ishimura, ich verbrachte dich bei der letzten Stunde. Der Marker ist schon gemein mit seinen ganzen Flashbacks und schlechten Gewissenssachen. Oder ist es er selber, der ein bisschen wahnsinnig und insane wird? Wäre natürlich auch möglich. Eww, wir hatten hier hingespermert. Dieses komische Gedöns, was ich nicht lesen kann. Schieß doch, Mann! Nö, wir haben alle Zeit der Welt. Natürlich haben wir alle Zeit der Welt. Ich soll eigentlich das da kaputt machen.
Ach, schade, ich hatte noch einen Energieklo oder sowas aufheben. Das ist dieses komische DNA-Schleimzeugs, von dem die geredet haben, in dem einen Audiolog. Das, was sich verflüssigt hat. Okay, das sieht aus, wenn es da weitergehen würde. Ja, das nehme ich gerne mit. Den nehme ich auch gerne mit. Schon so ein großer, geräumiger Raum, das gefällt mir jetzt schon nicht. Bevor mir das ungebetenerweise um die Ohren fliegt. Möchte ich denn doch nicht. So, hier mein Hackerskit unter Beweis stellen. Diese ungebetenen Gäste. Alter, der ganze Schmier. Das ist schon ein bisschen eklig. Na, nur so ein bisschen. Oh, Energieknoten. Okay. Nicht nett. Das war jetzt nicht nett. Fand ich wirklich nicht nett. So, kann ich hier außen rumlaufen oder muss ich durch diese eine Tür? Das ist einfach nur eine Abkürzung gewesen. Ah ne, da muss ich sogar durch, da ist dicht. Gut, okay. Das war jetzt schon ein fieser Flashback oder Einblendung oder was auch immer. Du bist schuld, dass ich mich umgebracht habe, Isaac. Schlechter, schlechter Mensch, du. Böse, böse, hucke, hucke. Nope. Da geht's nicht weiter.
A Running Short und Ammunition. Ich bin das nett gewesen. Guck mal hier, das Zeug, das hier jeden geworfen hat. Nicht nett. Was weiß ich nicht, einfach nur die Physics, die hier wieder abgespastet sind. Ach, ja, natürlich. Naja, so kann man wenigstens halbwegs legal die alten Gameplay-Elemente recyceln, ne? Oh, wir schicken einfach den Spieler dahin zurück, wo er schon mal war. Dann nimmt uns doch keiner übel, dass wir dieselben Gameplay-Elemente wieder einbauen. Ein bisschen die Map noch überarbeiten, hier und da ein paar Texturen hin, das Lighting ein bisschen anders machen. Und sei verziehen. Faulheitslevel over 9000. Ja, natürlich, es macht ja auch von der Dings her Sinn, von der Erzählung, dass natürlich ähnliche Bereiche wieder auftauchen. Da sage ich ja jetzt nichts gegen. Ich glaube, was gehört. Sag ich doch. War das nochmal der Hinweis darauf, was man stirbt, wenn man da unten durchrennt oder was? Das weiß ich doch noch. Ich habe den ersten Teil gespielt, Leute. Guckt in eure Cloud-Speicherstände. Hä? Was? Wo? So, wenn wir die Blitze ausmachen oder außen rumlaufen? Ich denke, es läuft auf außen rumlaufen hinaus. Ich folge einfach diesen unauffälligen Fußspuren hier. Sieht echt aus, wenn die einer hingewichst hätte. Oh, einmal wild wichsen durch die Ishimura rennen. Oh, war bestimmt einer von diesen alten, war bestimmt so ein alteingesessener Dead Space-Fan. So, oh, Ishimura, Okay. Anscheinend doch nur ein obligatorischer Raum, wo man ein paar Sachen finden konnte. Auch okay. Ja. Ich würde sagen, Physics, hallo? Physics so, die Munition aus. Definitiv gebe ich die Munition aus. Ja, wir haben ein paar von den Energieknoten. Minipacks. Oh. Halbleiter. Kann man verkaufen. Immer wieder gut. Das ist eine kaputte Bench, wie es aussieht. Ich glaube nicht, dass sie noch was macht. Ach, da. Warum haben wir diese kleinen Quälgeister drin oder was? Wie frech. Hm.
Naja gut, dann auf geht's, raus geht's. So, hier haben wir ja auch eine Werkbank. Den Schaden könnten wir von dem Ding locker mal erhöhen. Nachladegeschwindigkeit wäre auch praktisch schneller zu haben. So, Kapazität. Bin ich dabei. So, finde ich gut. Finde ich gut. Kann man mit leben? 125 Schuss. Finde ich gut. Da muss man erstmal nicht so alsbald nachladen. Ich könnte auch einfach dieses Stasis-Modul öfter benutzen, dann müsste ich nicht so viel Munition verballern. Jedes Mal könnte ich mehr gechillt zielen. Daran denke ich nie. Okay. Ist wirklich die Frage, ob das der Marker ist oder irgendwie seine Fantasie oder irgendwelche tatsächlichen Überreste von ihr, die jetzt ein bisschen insane geworden sind. Bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. So, ich könnte den Halbleiter gerade mal verkaufen. Weil der nimmt ja nur Platz im Inventar, sonst weg. Inventar. Hier, erstmal 1000. So. Laserkanone. Ach Gott, warum habe ich so ganz kleine Medipacks gekauft? So, munitionstechnisch haben wir Strahlmunition recht wenig. So. Plasmaenergie. Die Laserkanone brauchte ja, glaube ich, die ja genau das da. Energiekanone braucht Energie. Strahlenkanone, Plasmaenergie. Ionengasmunition für Plasmacutter. Ich habe keinen Plasma-Cutter. Oder? Okay, für die habe ich kaum noch was. Habe ich noch einen? Die Flammenwerfer ist es ja auch nicht, hä? Ist es doch die Energiemunition? Die da? Ich kaufe mal gerade einen. Nee. Was braucht die denn nochmal? Hä? Bin ich jetzt komplett retarded? Energiekanone, die braucht diese Energie. Geschiss, warte, wie hieß die denn nochmal, die Munition dafür? Ach ja, nee, Laserkanone. Energiekanone, den hier. Brauchen wir dafür. 12 gehen auf ein Stack. Nein. 15 gehen auf ein Stack. So, haben wir 2 Stacks davon. Davon könnte ich mir noch einen Stack organisieren. So, einen davon weg. So, davon könnte ich mir noch einen zweiten Stack organisieren. 100 pro. So, 2 Stacks davon, 2 Stacks davon.
Wunderbar, habe ich noch mehr Platz? Nur 3 Stacks. Davon. Naja, nicht ganz. Da fehlt noch ein bisschen was. Haben wir aber jetzt kein Geld für. Ist okay, aber ja, Hauptsache wir haben wieder Munition, weil das ist definitiv etwas, was uns hart ausgeht. Oh, hier sind noch ein paar Schränke, die ich noch vorher durchsuchen kann. Na, gucken wir mal da. War ja doch noch. Entschuldigung. Dann noch mal hier so ein Energiepack. Das haben wir. Na gut, aber jetzt ein bisschen mehr davon ist jetzt auch nicht so schlimm. So, dann speichern wir die ganze mal ganz kurz. Auch schon wieder die Minuten voll. Richtig weit gekommen, nicht? Gucken. Ja, einfach nur der Matschespur voll. Gut, aber machen wir nächste Folge. Für alle sag ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann begeben wir uns diese wunderschöne Tür dort und oh, ich kann das Ding mal nachladen. Und ja, demnach bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.